Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Plugink Evolved und ihr seht es vielleicht schon hier, wir haben die Möglichkeit mit dem Virus zu spielen. Ja, ich habe es tatsächlich offscreen geschafft, mit der Bakterie die Menschheit auszulöschen und deswegen können wir jetzt hier mit einem neuen Virus durchstarten. A rapidly mutating pathogen, which is extremely hard to control. Für uns oder für die Menschheit? Das wird sich noch zeigen. Mal gucken. Ja, new gene discovered. Okay, was ist das? The following new gene has been discovered and unlocked. Terrazyte. Kann ich das jetzt dazufügen? Hier irgendwo? Da. Was bringt das denn? Increases chance of plague spreading by land. Ja, sieh, da packen wir da rein. Also wenn wir da schon mit sowas anfangen können. Sonst geht aber noch nichts, oder? Ne, sonst habe ich noch nichts freigeschaltet. Ne, ne, das lassen wir da drin. Schön. Über Land, ja, über Landübertragung sozusagen. Das benutzen wir doch direkt mal. So, dann wieder der normale Schwierigkeitsgrad. Als Name, hat sich ja jemand beschwert, dass ich nicht einfallsreich genug wäre. Wie wär's denn mit FU553L1? FU553L1. Hört sich, glaube ich, ganz gut an. Ja, welcome to Plugink. Und wo könnte man besser starten als in Afrika mit einem Virus? Ich würde sagen, was haben wir hier unten für ein Land? Westafrika. Da haben wir schon mal 300 Millionen. Per Landübertragung haben wir jetzt ja schon mal von Hause aus dabei. Das heißt, wir könnten auf den Rest von Afrika übergreifen. Und es ist sogar ein Wasserhafen dabei. Sobald wir natürlich Ägypten und Südafrika erreicht haben, können wir dann auch darauf hoffen, dass sich unser Virus durch die Luft überträgt. Sollen wir mal Westafrika starten? Probieren wir das einfach mal. Genau. FU553L1 begins in West Africa. Sehr gut. Schauen wir uns nochmal an, was wir mit unserem Virus noch machen können. Hier unten ist das Bonus-Dingsbums, was wir eingestellt haben. Dieses Terra, schlag mich tot. Transmissions, das ist nichts Neues. Das ist genau wie beim Bakterium. Symptome, wahrscheinlich genau die gleichen wie beim Bakterium, wenn ich das so richtig sehe. Hab da jetzt eigentlich gedacht, da wird sich irgendetwas ändern. Beim Virus wird irgendwie anders aussehen. Das hier ist anders. Viral Instability. DNA becomes more unstable, increasing random mutations. Zufällige Mutationen. Dadurch können wir dadurch freischalten. Dass es so sinnvoll ist. Gut. Nach wie vor warten wir erstmal auf den Übertragungsweg. Wir haben ja schon den Landübertragungsweg, das ist gut. Und da wir in Afrika sind, würde ich sagen, wenn wir als erstes hier auf die Insektenübertragung gehen und dann bei den Abilities auf Hitzebeständigkeit. Hitzebeständigkeit kostet uns 11 DNA-Punkte und die Mücken kosten uns 9. Und dann warten wir erstmal, bis wir 9 Pünktchen zusammen haben. FU553L1 is a virus. This means that it randomly mutates rapidly and can be hard to control. It costs DNA points to devolve. Ah ja, genau. Das kostet uns diesmal. Wenn wir irgendetwas zurückentwickeln wollen, kostet uns das DNA-Punkte. Okay, ja, dann sind wir jetzt auf den Zufall angewiesen, dass sich der Virus gut macht. Unser kleiner Virus. Unser kleiner, netter Virus, bei dem sich bisher nur ein Mensch angesteckt hat. Ist ja super. Oh, ein zweiter. 9 Punkte haben wir zusammen. Gehen wir auf den Mückenübertragungsweg. Also Insekten natürlich, klar. Ja, das kennen wir auch schon. Sind dann doch immer die gleichen Meldungen, wie schon beim Bakterium. Ich habe gedacht, das wären nur Tutorial-Meldungen, aber das ist ja halb so wild. Ja, Schiffe benutzen eine neue Säuberungsmethode. Das ist nicht gut für die Wasserübertragung. Aha, Hustensymptom hat sich jetzt gerade entwickelt, automatisch. Na gut. So, 11 Punkte haben wir zusammen. Dann gehen wir jetzt auf die Hitzeresistenz. Richtig? Richtig. Das machen wir mal. Immer schön die Bonuspunkte, immer her damit. Jetzt könnten wir aber mal ruhig auf ein anderes Land übergreifen. Haha, ich will direkt wieder alles gleichzeitig haben. Noch sind ja viele Flugzeuge unterwegs. Country Information. Ja, können wir uns natürlich anklicken. Die Country Information, das kennen wir. West Africa. Da sind noch 99% gesund. Was haben wir denn hier? Kanada? Key Information about Country. Key Information about Country. Okay. Das wäre natürlich nur toll, wenn man jetzt wüsste, was das bedeutet. Das bedeutet Hitze hier, das ist klar. Dann so ein Ahornblatt. Ich weiß es nicht.
genau wie ein durchgeschriebenes Dollarzeichen. Naja. So. Hier haben wir ein paar DNA-Punkte. Was könnten wir als nächstes machen? Die Luftübertragung würde sie anbieten, genauso wie die Wasserübertragung. Wasserübertragung deshalb, weil wir ja einen Hafen haben. Und damit könnten wir eventuell dann auf andere Länder übergreifen, durch Schiffe. Noch mehr anbieten würden sich natürlich die Vögel, weil die Vögel, die ziehen ja irgendwann wieder gen Norden, wenn dort der Winter vorbei ist, beziehungsweise der Sommer anfängt, wie auch immer. Ich würde sagen, das machen wir auch. Gehen wir direkt mal auf die Vögelei. Vögelei. Schmutziges Wort gesagt. Und Zentralafrika haben wir damit jetzt auch erreicht. Gut. Mit den Symptomen, dass die automatisch sich entwickeln, wie jetzt hier, Ausschlag. Gut, das kann man natürlich jetzt noch drin lassen. Husten und Ausschlag ist natürlich jetzt nur das Problem. Irgendwann werden die Ärzte natürlich darauf aufmerksam. Aber genau deswegen habe ich ja in Afrika angefangen. Denn wen interessiert schon in Mitteleuropa, was in Afrika passiert? Das sind ja nur, ist ja nur Afrika, ist ja weit weg. Halt, jetzt haben wir hier Libyen erreicht und das ist Marokko, nicht wahr? Marokko, dann haben wir da 17 DNA-Punkte zur Verfügung. Sollen wir vielleicht mal ein Symptom rückwärts entwickeln? Obwohl, solange es nur, genau, solange es nur Ausschlag ist und Husten, kommt da kein Mensch drauf, dass wir ein neues Virus sind. Können wir lieber auf den Übertragungsweg gehen. Also die Vögel haben sich gerade schon ausgezahlt, dadurch haben wir Nordafrika erreicht. Ich würde sagen, gehen wir jetzt auf den Wasserübertragungsweg. In der Hoffnung, dass wir mit einem Schiff rauskommen aus Afrika. Upgrade lets ships be infected again. Ja, sehr schön. Dadurch, dass wir gerade dieses Upgrade eingebaut haben, können wir uns jetzt auch wieder über Schiffe ausbreiten. Anämie hat sich entwickelt als Symptom. Das ist hier unten. Decreases the red blood cells or hemoglobin in the blood can lead to hypoxia in the organs. In the organs. Würde uns 3 Punkte kosten, das zu devolven. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Weil alles, was aufs Blut geht, das wäre mir im Moment noch zu auffällig. Wenn da irgendein Depp mal eine Blutprobe nimmt und uns dann entdeckt. Nee, nee. Das ist mir noch zu gefährlich. 9 Punkte haben wir wieder. Kurz abwarten. Dass wir mal so 11, 12 Punkte bekommen. Dann gucke ich mal, ob wir auf Medikamenten Resistenz gehen können. Oder vielleicht noch einen anderen Rainfall. Vielleicht noch einen anderen Übertragungsweg erstmal. Damit wir hier rauskommen. Halt. Wir sind in Südamerika angekommen. Sehr schön. Sehr schön. Wahrscheinlich per Schiff. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht genau. Gehen wir jetzt nochmal auf den Luftübertragungsweg. Weil von hier aus, wo genau sind wir denn angekommen? Brasilien, sehr schön. Wir sind in Brasilien angekommen und Brasilien hat einen Flughafen. Es ist nicht so, dass die anderen Länder keinen Flughafen haben, aber halt hier im Spiel. Das, ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Von da aus haben wir dann uns halt die Chance, per Luft auszubreiten. Und Westafrika ist schon ganz schön rot hier. Also, ja. New minor disease spreading. In a normal check-up. Verdammt. Doctor in West Africa found a new disease. Also wir sind nicht länger ein Geheimnis, oder? Ja, noch wird nicht geforscht. Vielleicht wird er auch nicht ernst genommen, der Arzt. Man weiß es nicht. 13 Punkte. So sehen, dass wir den Übertragungsweg weiter ausbauen. Gehen wir auf Livestock. Weil noch sind wir ja in ärmeren Gebieten, wo die Leute zu Hause mit Tieren leben. Gehen wir auf Livestock. Natürlich auch die Chance, dass wir halt ja, eventuell in Nordeuropa, in Mitteleuropa, verdammt, dort die Tiere infizieren. Jetzt fangen die in Westafrika an, gegen uns zu forschen. Darf doch nicht wahr sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das dauert mindestens, bis wir in Europa ankommen oder Nordamerika. Okidoki. Nun gut. Sweating-Symptom hat sich entwickelt. Hä? Halt, muss mal auf Pause gehen. Mit 20 DNA-Punkten auf einmal gehe ich mal. Sollen wir auf diese Veränderung gehen? Es wird doch sicherlich dann für die Wissenschaftler schwieriger, uns zu heilen. Genauso wie die Medikamentenresistenz. Dann haben wir das schon mal weg. Wir können dann demnächst mit den nächsten DNA-Punkten die, den Übertragungsweg ausbauen.
gibt es ja natürlich noch keine Toten, das ist klar. So viel haben wir noch nicht angestellt und wir haben Europa erreicht. Und Indien. Und Nordeuropa, Nordamerika. Hautläsionen haben sich entwickelt als Symptom. Das Sweating-Symptom, das habe ich ja noch durchgehen lassen. Jetzt haben wir die Hautsymptome. Breakdown in Epidermis causes large open wounds, which significantly increases infectivity. Gut, erhöht natürlich die Ansteckungsrate, macht die ganze Sache aber auch auffälliger. Lassen wir es mal drin. Bauen dafür nochmal einmal die den Übertragungsweg aus mit den Ratten, wo wir jetzt in Europa angekommen sind, für die urbanen besiedelten Gebiete. Ja, ist genau das passiert, was ich vermutet hatte. Aus Brasilien haben wir uns per Flugzeug fortbewegt. Schön, 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 wenn wir die Inseln erreichen. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge DNA-Punkte. Ja, was tun jetzt? Dann würde ich sagen, hier diese Blutübertragung werden wir jetzt noch einmal auskosten und dann gehen wir jetzt so langsam auf Symptome über. Das wird jetzt aber so langsam, aber sicher tödlich werden. Wir haben hier noch die zweite Stufe. DNA occasionally fractures increasing random mutations. Ja gut, was bringt uns das? Wenn es die Heilung natürlich eindämmt, wäre das gut, aber es beschleunigt auch die Mutation. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal weg. Warten wir noch ein paar Pünktchen ab. Australien erreicht, Madagaskar erreicht, sehr schön. Jetzt sind wir auf der Beobachtungsliste gelandet. Mit 23 DNA-Punkten können wir doch jetzt so langsam mal die Symptome angehen. So, wenn wir Fieber dazu holen, wenn wir uns Fieber dazu holen, fängt die Sterblichkeit etwas an. Das machen wir. Zack. Können wir hier rüber gehen. Immunsuppression erhöht die Sterblichkeit ganz deutlich. Auch die Ansteckung. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen offensiver. Gucken mal, ob wir die Menschen dahin raffen können. Südafrika schließt die Flughäfen. Die ersten Toten in Südafrika. Pneumonie hat sich automatisch entwickelt. Als Symptom. Hier. Können wir jetzt rübergehen nach pulmonare Fibrose, erhöht dann auch die Sterblichkeit, oder pulmonares Ödem. Was ist denn besser? Das Ödem ist besser. Zack, hauen wir direkt raus. Jetzt gehen wir in die Vollen, jetzt werden wir offensiv. Und FU553L1 wird scary. Ja, schön, dass die Menschen vor uns Angst haben. So richtig am Forschen sind sie ja noch nicht. Und mal wieder die Weltmeisterschaft abgesagt. Ja, schade, schade. DNA-Punkte. Die könnten wir doch jetzt raushauen. Wenn wir auf die Symptome gehen. Hier könnten wir mit totalem Organversagen natürlich richtig reinhauen. Ist natürlich jetzt nur das Problem, wenn jetzt die ganzen Infizierten uns wegsterben und keine anderen mehr anstecken. Was bringt uns das? Deswegen, wenn wir das jetzt benutzen, hauen wir 31 DNA-Punkte raus, haben dann noch 12. Einen Übertragungsweg würde ich dann noch gerne gehen. Über Luft würde uns 25 kosten, das würde uns 23 kosten. Das bekommen wir alles nicht hin mit den Restpunkten dann. Irgendwelche Abilities, die wir ausweiten können. Kälteresistenz. Genau, die Kälteresistenz für die nördlichen Gebiete. Und jetzt gehen wir aufs totale Organversagen. Schau mal, was dabei rumkommt. Schön. Sogar Island erreicht. Übergeben haben wir als Symptom ermittelt. Beziehungsweise dazu bekommen. Oh, die Welt ist gerade mal bei 5% der Heilung. 46% sind angesteckt. 51% sind noch gesund. Wie sieht es denn in den USA aus? Die haben wir schon mal erwischt, das ist wichtig. Dann können wir vielleicht mit den 34 Punkten, die wir jetzt schon wieder haben, noch mehr auf die Übertragungswege gehen. Tja, ich würde sagen, da wir die armen Gebiete, die südlichen Gebiete ja schon erwischt haben, gehen wir hier weiter auf die Ratte, um noch mehr die dicht besiedelten Gebiete zu erreichen, wie zum Beispiel Europa oder Nordamerika mit den großen Städten. Sch
Spanien ist der Anführer bei den Heilungsbemühungen. Wir haben schon wieder 45 DNA-Punkte. Also davon haben wir eine ganze Menge zur Verfügung. Wählen wir jetzt als nächsten Übertragungsweg oder nehmen wir noch ein Symptom? Was bewirkt das denn hier? Nekrosis erhöht die Ansteckung, aber auch die Sterblichkeitsrate. Wir gerne etwas, was nur die Ansteckung erhöht. Hier, Diarrhoe, also Durchfall, erhöht nur die Ansteckung. Wir müssen uns ja immerhin noch ein bisschen ausbreiten. Gehen dann jetzt auf Luftübertragung noch mit den 22 Punkten, die wir haben. Dann haben wir jetzt noch 13 Punkte. Können wir damit irgendetwas machen? Könnten noch ein Symptom entwickeln. Oder hier die genetische Veränderung, beziehungsweise ja, genetische Abwehr erhöhen unseres Virus. Und das machen wir auch. Die Sentry, das ist... Was ist das? Austrocknen, die Sentry? Irgendwie sowas in der Art. Naja, wir sind auf jeden Fall schon mal hoch ansteckend. Das ist ganz gut, dass sich das entwickelt hat. Warum nicht? Das kommt mir jetzt ganz gelegen. Und wollen wir nochmal gucken, wie die Menschen damit umgehen. Südafrika bricht zusammen. Anämie hat sich entwickelt als Symptom. Hier haben wir 68 DNA-Punkte. Jetzt gehe ich dann mal in die Vollen, was die den Übertragungsweg angeht. Und dieses. Einmal den ist, damit haben wir den Vollen, was die Ansteckung angeht. Den Balken haben wir voll. Da brauchen wir jetzt keine Punkte mehr ausgeben. Können wir jetzt natürlich dann voll auf Abilities gehen und uns wehren. Wehren gegen die Forschung. Ja, die nördlichen Teile sind mir aber noch nicht rot genug. Südostasien, Anarchie. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? In Schweden gerade mal 2, Norwegen noch gar kein. Deutschland haben wir ein paar Infizierte und ein paar Tote. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Wenn wir zum Beispiel sehen, 182 infiziert, 110 tot. Dann sterben mir die Leute jetzt doch ein bisschen zu schnell. Koma-Symptom. Na toll, was bringen mir Leute im Koma? Die stecken keine anderen an. Hauen wir nochmal die DNA-Punkte raus. Komm, hier. Symptome oder Abilities? Gehen wir erstmal auf Abilities. Kältebeständigkeit, Drogenresistenz bzw. Medikamenteresistenz. Vielleicht noch irgendein Symptom, obwohl wir sind bei, was die Ansteckung angeht, sind wir volle Kanne. Höher geht's nicht. Insomnia wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Beziehungsweise haben wir schon. Paranoidität, sagt man das? Paranoia. Lenkt die Leute, die Menschen dann von der Heilung ab, wenn die Ärzte paranoid werden. Glaube ich, keine schlechte Idee. So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen ausbreiten hier. Neuseeland. Haben wir mal wieder gar nicht erwischt. Das wird wieder zum Problem. Genauso wie Grönland. Irgendwie müssen wir die Menschen dann noch erwischen. Wie viele Menschen leben in Grönland? Ach, ja. Mist. Mist, dass wir die nicht erreicht haben. Aber wenn wir Glück haben, dass da irgendein Vogel rüberfliegt. Ja, Wahnsinn könnten wir jetzt entwickeln. Komm, gehen wir hier auf die virale Instabilität. Ja, jetzt hat sich der Wahnsinn ausgebreitet als Symptom. Immerhin ging jetzt gerade die Ansteckungsrate wieder ein bisschen höher. Ah, jetzt haben wir die Russen. Jetzt geht die Ansteckung wieder hoch, jetzt wieder runter. Gefährlich, nur noch 50 Millionen Infizierte. Wir müssen irgendwas tun. Transmission können wir nichts mehr machen. Irgendetwas, was die... Sneezing ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, genau. Immer schön niesen und dann andere Leute anniesen. Das ist gut. Los, niest euch gegenseitig an. Übelkeit als Syndrom. Symptom. Walking Dead Symptom Combo. Zombies, Gehirne. Wie sieht es überhaupt aus hier? 72 Millionen sind noch gesund.
61 Millionen sind infiziert und 6,6 Milliarden haben wir schon um die Ecke gebracht. Und jetzt haben wir wieder das Problem, was ich vorhin sagte, Grönland ist gesund, Island ist gesund, Neuseeland ist gesund und Neuguinea, warum sind die denn noch gesund? Gibt's doch gar nicht. Achso, ist ja auch eine Insel, stimmt. Ja, und da haben wir jetzt das Problem hinzukommen. Können wir jetzt nur hoffen, dass da irgendein netter kleiner Vogel irgendeine Taube rüberfliegt. Sonst haben die mal wieder Schwein gehabt hier auf ihren Inseln. 8 Punkten können wir noch irgendetwas machen, irgendein Symptom noch entwickeln. Übertragungsweg geht natürlich nichts mehr, Abilities geht nichts mehr. Ah, Mist, verdammt da. Los, 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 flieg darüber, flieg darüber, flieg darüber. Nein, nein. Ah ja, ist Strafe genug für die Menschheit, wenn man nur noch auf Grönland leben kann. Und die paar, die jetzt noch übrig sind. Können wir mit den 11 Punkten jetzt irgendwas anstellen? Hier, Hypersensitivität, Abszesse, Hämophilie, komm, machen wir nochmal Abszesse. Vielleicht bringt das noch irgendetwas. Schade, schade, schade. Paralyse hat sie wieder automatisch entwickelt, aber mit den automatischen Mutationen ist gar nicht mal so übel. Schade, wir waren knapp dran. Schauen wir kurz vor Ende jetzt nochmal. Wie, Russland ist gesund. Glaubt ihr aber selbst nicht. Ja gut, 7% sind in Russland noch gesund. Man sieht auch hier, sieht nicht mehr so schön aus in Russland. Ja, gut. Aber Pech gehabt. Haben wir es mal wieder nicht geschafft. Schade, schade, schade. Unser FU553L1 killed all its hosts. Ja, schade. Alle unsere Wirte haben wir selbst umgebracht. Aber immerhin 25.130 Punkte. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so übel, oder? Dafür, dass wir fast ja 6,7 Milliarden Menschen, also fast alle Menschen ausgerottet haben, bis auf, ja, halt Grönland, Island, Guinea und Neuseeland, war das mal wieder gar nicht so schlecht. Naja, beim nächsten Mal schaffen wir es dann vielleicht auch mit dem Virus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich lasse jetzt nochmal, wie immer, den Zeitraffer laufen. Ich finde es immer so schön, wenn sich die Welt in ihrer Röte erweidet, sozusagen. Was für ein Satz. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.